So, ich hoffe, euch hat meine kleine Musikeinlage gefallen, weil als ich mir dann diese Aufnahme hier rückwirkend angeguckt habe, nee, da musste ich Musik rüberpacken. Das muss ich so extrem upspeeden. Ja. Ihr habt's gesehen, hoffentlich, die Boss Weaknesses. Wing Crowing mit seiner Schwäche noch viel einfacher. Und auf geht's. Alright, we know you're in there, so come on out, Professor. Professor. Thanks for coming by, fellas. This way I can face you in the comfort of my own home. I guess this means you've already defeated all the worthless others. Wertlos? So, it was you after all. Ja, wer sonst? You never give up, do you? Even when we break you down to scraps, you always come back. Das siebte Mal. I'll do it again and again. I will make X and Zero mine. Now come and get me. Give me a good fight, like you always do. Sigma Form 1. Lustig, lustig. Tralalalalalalala. Was? Anfällig gegenüber dem Windspalter. Der Kampf gegen diesen Sigma ist mal was anderes. Muss man so sagen, wie der ist. Vor allen Dingen, da ich gerade scheinbar nicht in der Lage bin, ihn irgendwie anständig zu treffen. Na komm. Ich kann auch! Nicht nur du, Siggi, auch ich kann warten. Jo, in diesem Kampf hat übrigens Axel die Ehre. Die einzige Ehre. Oh oh. Das war knapp. Naja, oder auch nicht. Obwohl, doch an sich hat Axel hier schon, oh Gott, die Ehre, weil man muss ja berücksichtigen. Oh Gott, oh, das war knapp. Weil unser werter Herr Professor Dr. Sigma ja seine Freunde in dem Sinne. Das ist doch nicht wahr jetzt. Red Alert. So ziemlich kontrolliert hat. Von daher ist es schon das Mindeste, dass Axel hier die Ehre hat. Na. Ah. Sorry. Ich mag die Wumme, die der Sigma da hat. Problem? Man kriegt sie leider nicht. Ganz im Vergleich zu Mega Man X8. Wo man tatsächlich die Waffe, die Sigma benutzt, bekommt in einem New Game Plus. Habe ich leider noch nicht geschafft. Sigma down, Spiel geschafft, yay!
Will man doch hoffen, oder? Will man doch hoffen, nicht wahr? Oh Gott. Was ist das? Are you ready? Sigma! Der richtige Kampf. Meiner Meinung nach verdammt schwer. Ich mag ihn. Ein Hoch. Es funktioniert auch hier. Das ist sehr schön. Willst du? Ah, sehr schön. Au. Au. Geierschild. Komm. Anfällig gegenüber der Sniper-Rakete. Oder seiner eigenen Waffe, wie man auch hier unschwer erkennen kann. Deswegen werde ich das Geierschild ein bisschen häufiger benutzen. Danke, Sigma, du machst es mir irgendwie gerade leicht. Obwohl leicht. Relativ ist. Okay, das funktioniert nicht. Schade. Hätte klappen können. Schön. Und ein Geierschild. Ah, das war fies jetzt. Es läuft gut bis jetzt. Obwohl ich es nicht verschreien möchte. Na komm. Au! Na komm. Nein! Okay, die Waffen sind wieder voll. Ready for the real thing? Ja. Scheißsteine! Ready for the real thing? Mann, wie ich diesen Kampf hasse. Der ist nicht schwer. Es wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Ich glaube. Jo. Oder auch nicht. Ja, das, die Sniper-Rakete macht irgendwie am meisten Schaden gegen ihn.
Kram. Ja, hat noch getroffen. Sehr schön. Ich werde das natürlich erstmal so versuchen. Au. Okay, das ist ein Sniper-Rakete. Hat getroffen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen mit Axe spielen. Ich werde jetzt hier einfach auf der Mitte bleiben. Weil, am sinnigsten. Muss man so sagen, wie das ist. Ist am sinnigsten. Wow. Komm. Treffen. Sehr schön. Komm. E-Tank 1. Dich nehme ich mit. Oh, sorry, Mizi. Tut mir leid, dass ich getreten habe, meine Dicke. Ah. Wir haben noch, ich sag mal, drei Life-Bars. Oh, das war jetzt scheiße. Au. Jo. Sag mal, Katze, gehst du mal ab? Was soll das, Dicke? Würdest du bitte abgehen? Ah. Schon wieder? Ah. Schießt mal einen Sniper. Kopf ab! Sehr schön. Beziehungsweise nicht Kopf, aber der Helm ab. Mist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm. Sei ein guter Sigmar. Würdest du bitte aufhören? Und herkommen? Was? Komm. Ich bin ein wenig ruhig, weil ich mich hier ganz stark konzentrieren muss. Und da mache ich auch keinen Hehl draus, weil ich diesen Boss nicht kann. Ich habe ihn bis jetzt erst ein einziges Mal überhaupt besiegt. Und warum? Und bin deshalb ganz ehrlich, ich kann diesen Kerl einfach nicht. Au. Wow. Na komm. Au. Das ist heftig. Au. Stop it.
Ah, ich kann diesen Boss einfach nicht. Au. Shit. Ah! Das war's schon wieder. Abgestürzt. Kotzen. Oh. Ich weiß ja nicht, ob sich ein Spiel dadurch zu definieren hat, dass es dafür sorgt, dass massenhaft Instant Death Pits irgendwie rumlaufen. Really? Weil meiner Meinung nach ist das der falsche Weg. Weil dieses Spiel zeigt im Endeffekt auch nur, hey, ich habe jetzt, meine Bosskämpfe sind nicht schwer. Die Bosskämpfe sind einfach nur Instant Death Pits. Es ist doch immer das Gleiche mit diesem Scheiß. Das andere kann ich dazu nicht sagen. Weil dieses Spiel definiert sich wirklich nur daraus, wie viele Instant Death Pits in diesem Spiel sind. Das ist ein Witz. Weil der Bosskampf ist nicht schwer. Nein. Das Schwierige an diesem Bosskampf ist einfach nur, dass er die ganze Zeit irgendwelche, dich irgendwie in die Instant Death Pits rüberschubst! Natürlich! Scheißspiel! Ist doch wahr. Das war's. Wie toll! Soll ich mich am besten auch noch treffen lassen oder was?
Das ist doch ein Witz, ey. Nicht mal getroffen hat das. Ich gebe auch nicht auf. Siggy Wiggy. Das aus einem ganz einfachen Grund. Ich gebe nicht auf gegen so einen Cheater wie dich. Und ja, du hast richtig gehört. Ich nenne dich Cheater. War was anderes. Bist du nicht. Ja. Cheater. Na komm. Noch ein Stück. Sehr schön. Geierschild. An. Komm. Ja. Sehr schön. Komm. Ein paar Schüsse noch, da habe ich dich. Giga-Attack! Giga-Furz! Yes, sir! Fuck you! Gratulation, so viele Probleme hat mir noch nie ein Sigma bereitet. Das liegt aber auch daran, weil dieses Spiel nur so scheiße ist. Hä? Der Professor! I will return in a new form. Ja! I promise you. I found you, Zero and X. Huh? Was zum? Very nice, friend. Give me your power. It's time for revenge. Oh, with this power, I'll never lose. Das war episch. Das war episch, in der Tat. Axel, wake up. Are you okay? Pretty cool, eh? Das muss man gestehen. Some credit. Fine, let's get out of here. Tja, ich denke, das ist wohl die Art und Weise, Danke zu sagen von X. Hey, wait for me! Wunderbar. Ich hasse dieses Spiel. Last week, an outbreak of Mavericks caused a riot at the energy plant. Then, Axel showed up to quell the unrest. Mavericks disappeared from the scene without a trace. Then, 3 days ago, when mechanoloids on the wharf went berserk, Axel destroyed the mechanoloid that was blocking the ship's hatch, securing an escape route for the crew. This case did cause 16 casualties, however. In addition, Axel has shown up to assist in a total of 14 incidents involving Mavericks. Mavericks made mistakes. But in any case, Axel's efforts over the last few days have solved a lot of problems. Das stimmt allerdings. Obwohl Microsoft Sam da irgendwie ein Problem hat. X,
Do you think we could make Axel a hunter based on his good deeds? No way! Don't you get it? He must not be rewarded for such methods. Ach komm. Methods? X, ideals are not always for the real world. Oh, das ist gut gesagt. To become a hunter. Why can't you train Axel to be one? Das würde mich jetzt auch interessieren. Never. You could never train somebody to be a hunter like me. It is impossible. Please. Arrogantes Arschloch. We may not be able to afford to stand by without fighting. Although I know that's what you wish for. And we all know that we haven't seen the last of the Mavericks. Aha. Naja, mal schauen. Wieder eine gute Musik am Ende des Spiels. Oh mein Gott. Normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, um irgendwie großartig eine Beurteilung über das Spiel zu geben. Will ich nicht. Kann ich nicht. Darf ich nicht. Weil, sollte es euch nicht aufgefallen sein, ich habe bis jetzt in keinem Mega Man X-Spiel großartig eine Bewertung abgegeben. Und das wird auch, bis ich Mega Man X 8 fertig habe, nicht passieren. Es wird dann diesbezüglich eine extra Bewertung geben, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich jetzt eben schon ein bisschen was sagen darf. Dieses Spiel war schlecht. Man hat es ja am Ende, man hat es ja beim Ende an Sigma gesehen. Der Kampf mit Sigma war kein Problem. Macht vielleicht ein bisschen viel Schaden, wenn man nicht aufpasst, aber ansonsten kann man dem gut ausweichen und auch recht gut damit reagieren. Aber das Problem an ihm ist einfach nur, es war eine absolut schlechte Kameraführung. Man möchte auf jeden Fall erwarten, dass von einem 3D-Spiel die Kameraführung nicht alles einem selbst überlassen wird. Beziehungsweise nicht alles einem selbst überlassen wird. Und das war eigentlich der Fall hier. Das Problem an der Geschichte... Warte mal. Len hat... Eine Frau hat Äxte gesprochen? Das habe ich mir zwar schon gedacht, aber... Oi. Okay, das ist eigentlich eine ziemlich geile... Lazy Mind ist ein geiler Abspann. Ne, die Sache ist einfach nur, dieses Spiel hat sich viel zu sehr auf Instant Death auf Instant Death Pits verlassen. Die State, der Kampf gegen Slash Warfly. Wenn du daneben springst, bist du tot. Wind Crowing, wenn du daneben springst, bist du tot. Oder Flame Hyenard, wenn du daneben springst, bist du tot. Red, du springst daneben, bist tot. Sigma, er schmeißt dich in den Boden. Sorry, aber es ist im Endeffekt, dieses Spiel beruht einfach darauf, eine sehr schlecht gemachte 3D-Animation, beziehungsweise ein sehr schlechtes 3D-Model zu nehmen und ja, sorry, aber es ist einfach nicht gut. Dieser 3D-Part ist gewesen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Im Gegenteil, hat sogar dafür gesorgt, dass man frustriert bis zum Ende schaut. Und ich habe den Sigma, bin ich ganz ehrlich, das zweite Mal erst besiegt, aber es ändert nicht seine Tatsache. Ich dachte eigentlich, ich wäre ein Spieler geworden, der mittlerweile gut genug ist, um so jemanden wie Sigma in Mega Man X7 oder sonstiges kaputt zu hauen. Unabhängig davon freue ich mich. Thank you for playing this incredible big shithole. Unabhängig davon freue ich mich riesig auf Mega Man X8, das ich zwar noch nicht durchgespielt habe, weil ich nicht die Zeit und Lust dazu gefunden habe, aber es macht es für euch ja natürlich auch noch spannender, wenn man dann irgendwie großartig, wenn ich dann nicht weiß, wie ich dann wie zu reagieren habe, wo die ganzen Treasures sind, Locations und. Und unabhängig davon freut es mich riesig, dass dieses Drecksspiel endlich zu Ende ist. In diesem Sinne sage ich dann mal zurück zum Titelbildschirm. Ja. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen von Mega Man X7. Danke, dass ich sage jetzt nicht danke, dass ihr dieses Projekt geguckt habt. Ich sage danke, dass es endlich zu Ende ist. Mega Man X7.
Bis dann.